Moin Moin und willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Heute suchen wir den Haken, den Anker, den Ankerhaken. Ankerhaken. Irgendwo muss der ja sein. Eigentlich im letzten Teil noch kurz vor Ende erwähnt. Eigentlich müsste er ja vorne sein, weil hinten. Ja. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie im Leben. Einige haben vielleicht Schiffe ein bisschen anders konstruiert als andere. Das Ding zum Beispiel, wer hat das konstruiert? Ich nicht. Also ich habe nicht irgend so ein mich fressen wollendes Ding irgendwie konstruiert. Das ist doof. Selbstfressend. Naja. So. Anker finden von Rusty Bay. Das doofe Ding. Ob es irgendwie auf die Seite gepackt. Hier ist Momo-Schädel. Mombo, Mombo. Wo hast du deine Schädel alle versteckt? Komm, wir gehen nochmal hier rein. Hier waren wir nämlich drinne und hier möchte ich nämlich auch rein. Aber wie kommen wir da rein? Ja, ich weiß, du willst mich fressen. Du hast mich zum Fressen gern. So, gehen wir hier die Flange mal zur Seite. Irgendwo muss doch der Anker sein. Ein Schiff ohne Anker, das wäre doch unmöglich. Oder nicht? Ich bin schon. Ah, hier ist doch der Anker! Mann! Und Delfin! Oh je. Gut. Ich hab keine Ahnung, was mit diesem Hell-Delfin los ist, aber wir retten ihn. Wir sind schließlich Banjo und Kazooie. Oh, doofes Teil, du! Das ist zwei geschadet, ne? So, da ist der Anker. Anker lichten! Danke, Leute! Hier, das habe ich gefunden! Das gehört euch! Ja, Puzzleteil. Aber das hilft uns mit unserem jetzigen Problem kaum was. Okay, das mit dem Anker schon. Aber wenn man jetzt die Puzzle, wenn man jetzt die Noten sich anguckt. Au, 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 au. Das tut doch schon jetzt schon weh. Wir haben nur 84. Also irgendwie fehlt da noch was. Und das ganz schön gewaltig. Da muss das schon irgendwie, ne, hochgradig schlimm sein. Nein! Nein, runter, runter. Ich will runter, runter, runter. So, und hoch. Und jetzt schnell wieder hier aus dieser Grütze raus. Wo ist das Ende dieser rotierenden Blätter? Rein theoretisch müssen wir jetzt zwar weiter schwimmen, aber irgendwo ist der Maschinenraum. Oder hilft uns jetzt dieser Delfin mit unserer mit unserem jetzigen Problem? Das kann auch sein. Der Delfin uns jetzt hilft unserem Problem. Weiß es nicht. Sieht aber nicht danach aus. So, diese Rotorblätter, das ist das Problem.
Irgendwo war das. Irgendwo war hier ein Eingang. Wo du in diesen Maschinenraum kommst. Ich kann mich noch dran erinnern. Wo war der Eingang? Eingang. Irgendwo ging es in den Maschinenraum rein. Ganz oben war es nicht, glaube ich. Super. So, dann gehen wir mal hier lang. Das können. Okay, wir springen hier lang, weil wir es können. So, wo könnte dieser doofe Eingang sein? Es geht ja in den Maschinenraum hinein. Also eigentlich müsste hier irgendwo eine Luke sein, eine Tür, wie das hier zum Beispiel. Danke, da ist die Tür und da kommen wir auch rein. So, und das ist das, was das eigentlich das ist, das, was ich als erstes machen wollte. Ja. Aber jetzt als letztes mache. Ist auch Wahnsinn, oder? Eigentlich würde ich es als erstes machen und mache es als letztes. Keine Lust habe, die Minuten alle jetzt zu verlieren. So. So, jetzt machen wir hier Mario-Stil. Und hier sind wirklich viele Minuten. So, und viele Blätter hier, rotierende Blätter, da ist das Puzzleteil. Ich glaube, hier kann man irgendwie irgendwas ausstellen, irgendwie in irgendeiner Hinsicht. So, hier ist wieder ein Mumbo-Schädel, ja. Aber echt das Risiko, ach komm, machen wir gleich. Wir echt gleich das Risiko, einen diesen Mumbo-Schädel zu holen. Aber halt erst, wenn wir dieses Puzzleteil haben und 100%. 100%. Ja. Davor hatte ich Schiss. Genau. Davor. 88 Noten. Das heißt, wir beginnen wieder bei 0, 1, 2, 3, 4. Ja, ihr habt's richtig gelesen. Wir machen jetzt das Level nochmal. Gottes Willen, ey, das gibt's nicht. So. Ja, bam. So. Einmal hoch. Zack, 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 10. So. Eigentlich rein theoretisch kann man das auch hier vorspulen, so vom Sinne von, boah, ey, was bist du denn für ein Lappen? Ja. Könnte. Ich weiß nicht, ob man das macht. So. Weil das ist ja gerade dieser schlimme Punkt in diesem Level. Ne? Dieser kleinen Ecke, wenn du da einmal runterrutscht, irgendwie, warum auch immer, dann ist alles vorbei, machst du alles neu, ist alles schlecht. Das Gute dabei ist, wir haben ja eigentlich, wenn wir jetzt genau sind, okay, Jinjos, ja, haben wir aber schon eigentlich alle, uns haben zwei Teile gefehlt. Ja, uns haben zwei Teile gefehlt. Ja, ich war gerade ratlos. Hä? Zwei Teile? Ja, uns haben zwei Teile gefehlt.
Nämlich, das eine war das, das was hier rumgurkt. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier ohne, dass die rotierenden Blätter da sind jetzt, also dass sie jetzt weniger rotieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Jetzt schnurstracks durchrushen. Kann sein. Ja, es kann sein. Dann ist das so. Wir sammeln ja alle Noten ein, von daher müssen wir sowieso hier außen rum. So, und ich weiß, ich gehe jetzt da nicht mehr lang, obwohl ich muss ja, das ist ja der Dreck. Du musst ja hier lang. So, hier musst du lang. Ja, Dreck ohne Ende. So, ja. Gut, man muss es eindeutig anfestigen, sonst ist das auch schlecht. Gut, also, nochmal. So, wenn das jetzt, glaube ich, nicht klappt, dann mache ich eine Pause für mich selber. Und schreibt mir auf, wo die letzten beiden Dinger sind, weil im Endeffekt weiß ich auch nicht. So. Ja, komm. Ja. Weil das kennt man auch selber, so Frustration, und dann denkt man sich so, das kann nicht sein. Nee. Nee, oder? Nee. Oder? Nee. Nee, oder? Oder? Nee, oder? Ja. Genau dieser Punkt. So, jetzt sind sie langsamer. Jetzt können wir dir darauf mal jetzt drauf eindonnern. So, 9 Noten. Wurst. Ne, aber das ist das Schlimme in diesem Spiel. Wenn du jetzt alle Noten eingesammelt hast, außer eine, ja, dann ist du trotzdem die A-Karte. Da ist die A-Karte, Alter, da ist die A-Karte. Bei anderen Spielen ist es halt nicht so. Da hast du nicht die A-Karte, wenn du das jetzt hier einfach verkackst. So. Wieder hoch. Gut. Oh, das ist noch ein Mumbo-Schädel. Nee. Nee, Leute. Also, da kann ich nicht. Nee. 2 Mumbo-Schädel. Was soll ich bitte machen? Gib doch. So. Kabam. So, damit deaktiviere ich diese hier. Toll, ne? Nicht rutschen. Banjo, warte, warte, warte. Warte einfach. Nicht springen! So. Und weil das mit dem Warten anscheinend heute nicht gelingt, mache ich es nächstes Mal. Also, schaltet wieder ein, wenn es gelingen sollte. Oder auch nicht. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mich aufrege, schaltet nächstes Mal ein. Oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.